Der Mann hat es selber gebaut. Da ist ein Trabantmotor drin, oder? Ja, Trabantmotor. Und wie viel PS hat er dann gehabt? 26 PS. 26 PS, super. Und dann ein Getriebe für den LKW. Ja. Dann noch ein zweites Getriebe. Von dem Multicar das erste Getriebe. Da ist die Hydraulik dran. Ja. Und dann das zweite Getriebe von den LKW, von dem Karrand. Und dann zur Hinterachse. Und die Hinterachse, haben Sie gesagt, die ist vom LKW? Ja, die habe ich kürzer gemacht. Von 1,30 Meter auf 1,20 Meter und 1,10 Meter ungefähr. Klasse. Also auseinandergesägt und dann wieder zusammengeschweißt. Ja. Wahnsinn. Marke Eigenbau. Und wann haben Sie den gebaut? 1983 war das. 1983, sagt er, man hat er den Traktor hier selbst gebaut. Das ist doch unglaublich. Da das war hier noch Mähwerk drin. Das habe ich nur abgemacht. Ja. Guck, hier unten ist Antrieb noch vor. Hier unten ist der Antrieb von Mähbalken. Oh ja. Da haben wir unsere Flächen damit selber gemäht. Habt ihr viel Land noch? Ein bisschen? Ja, jetzt haben wir wieder zurückgerischt. Wie viel Hektar habt ihr dann? Ja, wir hatten nicht viel, wir hatten 12 Hektar. 12 Hektar, naja, ist doch nicht schlecht, wenn man so ein Land hat, also als Eigentum. Und darf man jetzt den Traktor mal angucken und darf den auch mal den zeigen? Ne? Ja. Da hat er noch einen stehen, denn den hat er sich als Ersatzteilträger gekauft, das ist schon John Deere Lanz, Baujahr 60 oder? 62, denke ich mir. 62. Und den hat er als Ersatzteilträger gekauft und für seinen anderen, den darf ich gleich noch schnell zeigen dann, auch ein John Deere. Und aber er hat den dann repariert und er läuft auch wieder. Können Sie ihn mal anmachen? Oder schlecht? Der qualmt wie verrückt. Ah, schlecht dann. Kann ich ja mal. Einmal kurz. Ich bin halt schon Moment. Batterie ist ja drin. Ja, ich tue ihn immer um den ein bisschen zu schönen. Ja. Da tue ich den mit Startspray starten. In die Luft, in die Luftfilter, gell? Jawohl, um nicht so sehr lang. Das ist ein bisschen ein Patent, ne? Aha. Der Mann ist Erfinder und ist sehr begabt, weil er macht Sachen. Das habt ihr ja hier gesehen. Guckt mal, da dein Traktor ist selbst gebaut. Ich bin begeistert. Wir haben so einen Namen für den Traktor gehabt. Wie sie ihn nennen? Die Jan. Der Trabi hat er gesagt. Der Trabi-Traktor, jawohl. Das ist der Trabi-Traktor, das ist ein Unikat. Gibt es weltweit nur ein einziges Mal. Mensch, ist ja fantastisch. Ja. Dann wird er den mal kurz starten, dann hören wir mal, wie ein. Also Lanz John Deere. Nee, man muss John Deere Lanz sagen. John Deere Lanz. Das ist eben runter, das Typenschild. Das Typenschild ist runter, okay. Also ist. Am Rahmen, am Motor ist es noch, aber hier stand dran John Deere Lanz. Ah, ja, genau. Soll ich die Schnur halten? Nee, ich muss bloß eben lang vorklären. Ah, vorklären? Okay. Das ist ein Vorkammerverfahren und der müsste wegen länger klären. Ja. Da sieht man. Da ist ein Schild, da ist ein Typenschild. Ja. Wir gucken mal aufs Typenschild. Klasse Erlebnis.